Es ist wieder Freitag und es ist wieder Zeit für den RSO Reisentalk mit Hüsni Tahiri. Hallo Hüs. Hallo. Ja, es steht ein Spiel an im Saarland beim FC Homburg. Ja, mit Sicherheit einer der Spitzenkandidaten in dieser Saison in der Regionalliga Südwest, oder? Was denkst du? Ja, genau das Gleiche. Also ich glaube, die haben nicht umsonst den Kader so groß verstärkt und ja auch in der Breite verstärkt. Und ist, glaube ich, wie jedes Jahr, das Ziel bleibt gleich bei Homburg. Die wollen aufsteigen, die wollen auch dieses Jahr aufsteigen. Das wissen die selber auch und jeder weiß das. Und auch wenn die jetzt nicht so einen guten Start hatten am Anfang, wollen die halt angreifen. Und deren Ziel ist ja klar nach der Liga. Ja, mit Kirchhoff und Kober, zwei Ex-Spieler vom TSV auch dort in den Reihen. Hatten wir schon mal drüber gesprochen, ob du das als Vorteil oder so siehst, wenn der Gegner vielleicht ein paar Infos hat über einen aus der Vergangenheit. Aber wie sehr freust du dich dann auf ein Wiedersehen mit Spielern, die so lange bei uns auch gespielt haben? Ja gut, was heißt freuen? Man kennt sich, man respektiert sich und dann ist auch gut. Und dann freuen wir uns auf das Spiel und ob sie jetzt Infos haben oder nicht oder meine Art und Weise kennen, ja, das, mir ist das egal. Also die können von mir so wissen, wie wir spielen. Letztendlich zählt die Tagesform und wenn wir ein paar Prozente mehr als der Gegner auf den Platz bringen, dann hast du immer gute Möglichkeiten zu gewinnen. Das von daher, ja, alles gut. Ja, Benny und Manu, natürlich kenne ich die irgendwo auch in- und auswendig, ja, deren Stärken, deren Schwächen. Und, aber im Endeffekt spielst du, oder am Ende des Tages spielst du ja gegen FC Homburg. Und auch wenn die jetzt einen Ausfall haben mit ihren Kapitänen, das heißt nichts, dann spielt halt ein anderer auf der Position. Und da sind sie gut besetzt im Kader, wie schon angesprochen. Und am Ende, oder am Anfang, sage ich, spielst du ja 11 gegen 11 und so wird das Spiel auch starten. Und da ist es dann, glaube ich, letztendlich auch egal, wer auf deren Seite spielt, vom Namen her, weil sie dann im Kader auch gut besetzte Spieler haben. Ja, zu Saisonbeginn hatte Homburg ein Spiel sehr hoch verloren und danach jetzt aber mittlerweile 9 Spiele oder so ohne Niederlage. Ich glaube 5 Siege, 4 Unentschieden, einen richtigen Lauf. Wir haben aber auch einen richtigen Lauf. Aber wie schätzt du diese Mannschaft ein, auch so vom Spielerischen her? Du hast gesagt, der Kapitän fällt aus, auch Nie Schalke fällt aus, wenn ich es richtig gesehen habe, mit einer Sperre. Was erwartest du auch morgen vom Drumherum in Homburg? Ja, die, weil du es gerade angesprochen hast, die sind jetzt auch, glaube ich, 5 Spiele lang zu 0 gespielt. Ist auch immer ein guter Reiz für uns oder für unsere Offensive zu sagen, die haben eine gute Defensive, sich irgendwo mit den Besten zu messen und versuchen sich da durchzusetzen, auch im 1 gegen 1. Und dann ist das eine gute oder eine große Herausforderung, wenn eine Mannschaft jetzt 5-mal zu 0 gespielt hat in der Defensive. Ja, und uns erwartet halt viel Erfahrung. Der eine oder andere hat schon Bundesliga gespielt bei denen. Viel Erfahrung, viel Cleverness und klar viel individuelle Qualität. Und es wird nicht einfach, wie jedes Spiel auch. Und das darfst du jetzt nicht vergleichen mit den Spielen davor, Mainz 2 oder Frankfurt 2. Das ist nochmal ein jetzt ganz anderer Gegner, wo du dich als irgendwo auch als Männermannschaft gegenüber auch einer Männermannschaft sich messen kannst. Und und darüber hinaus mit ihren Standards, Mendler, überragende Standards, Benny Kirchhoff, überragendes Kopfballspiel, ja, defensiv wie offensiv, über den Außen mit Weihrauch und wie gesagt Mendler, Hummel, ein kleiner, schneller Spieler. Die haben schon da gute Leute im Zentrum, über den Außen nochmal mit den Außenverteidigern, Steinmetz oder Dawowka, auch da ist Steinherr. Und dann haben sie auch von der Bank aus mit den Koarien, viel, viel individuelle Klasse in der Mannschaft und ansonsten freuen wir uns auf die Fahrt heute schon dahin, bereiten uns gut vor und auf einen guten Rasenplatz, da muss man auch immer sagen, die haben echt einen guten Rasenplatz seit Jahren und da macht es immer Spaß zu spielen und hoffen natürlich mit einem positiven Ende für uns. Ja, dann blicken wir auch nochmal auf uns. Die Trainingswoche ist ja jetzt dann rum, ihr fahrt gleich mit dem Bus ins Saarland. Wie sieht's aus? Haben wir alle dabei? Haben wir Ausfälle noch dazu bekommen? Ich meine, die Langzeitverletzten sind ja bekannt. Ja. Aber zum Beispiel, wir hatten ja eine Sperre bei Marco Müller, der wieder zurückgekehrt sein dürfte. Ja, richtig. Marco Müller kommt zurück und
Ansonsten sind alle an Bord. Ja, Kofal fällt aus mit Rückenbeschwerden noch, aber und Ertan Adare, das sind so die Langzeit. Ertan ist die Langzeit und Fahl ist jetzt ein bisschen kürzer schon raus, aber wird wahrscheinlich noch 3-4 Wochen dauern. Ansonsten sind alle an Bord und wir sind, ja, wir sind auch optimistisch, wir sind positiv eingestimmt, wie jede Woche auch im Training, war wieder alles gut, hervorragend. Klar, klappt nicht immer Dinge im Training, aber das ist halt nicht schlimm. Wir arbeiten gut, wir sind fokussiert. Natürlich kann man jetzt zurückblicken und sagen, wir haben jetzt 3 Spiele gewonnen. Aber deswegen war ich dann auch gegen Frankfurt ja, vom Ergebnis her zufrieden. Wir waren zufrieden, ist ja klar, wenn du 3-1 dann zu Hause gewinnst. Aber man darf den Spielverlauf halt nicht so komplett wegstecken. Ja. Und weil nach dem 1-0 hatte Frankfurt 2 dicke Dinger und da kannst du auch mal 1-1 stehen oder 1-2 stehen. Dann läuft ein Spiel wieder anders und das muss die Mannschaft halt wissen, das sagen wir denen auch und immer wieder fokussieren wir die darauf und sensibilisieren die auch darauf, dass das kein einfaches Spiel war gegen Frankfurt, was wir von vornherein schon erwartet hatten und das gewinnst du auch nicht mal einfach so selbstverständlich und deswegen muss die Defensive morgen wieder halt ja, das A und O sein, die Arbeit gegen den Ball das A und O sein, weil du halt gegen eine Wucht spielst auch, ne, die viel Offensivpower haben, viel schnelle Spiele haben. Und darauf haben wir uns auch gut vorbereitet die Woche. Und alles andere werden wir dann am Ende des Tages schauen. Und ja, wie gesagt, ansonsten sind alle dabei und ja, fehlt sonst keiner. Du hast in der Phase, wo die Ergebnisse am Ende nicht so gestimmt hatten, hast du gesagt, ihr werft jetzt nichts über den Haufen, ihr arbeitet ganz normal, fokussiert weiter. Jetzt stimmen gerade die Ergebnisse, aber es wird trotzdem ganz normal weitergearbeitet. Man legt jetzt keine Füße hoch, oder? Nein, nein. Also jetzt das Spiel war jetzt auch nicht ganz gegen Frankfurt nicht komplett schlecht. Und du spielst ja auch wenn jetzt, das habe ich auch gesagt, eine Tabellenkonstellation ist für mich uninteressant. Du spielst gegen eine gute U-Mannschaft, die den Ball gut laufen lassen. Die haben sich diese Torchancen, die hatten, so auch gut herausgespielt. Und dann ist es halt manchmal schwer. Dann hat es der Gegner halt gut gemacht. Ja, man kann ja nicht immer sagen, wir haben es schlecht gemacht. Der Gegner hat es gut gemacht. Aber einfach nur mal den Fingerzeig zu heben, ey, das sind diese Momente, diese Phasen im Spiel. Da hast du kurz Glück gehabt. Ja, und ich sage, im Fußball ist das immer so. Dann in der Zukunft und so wird dir das Glück dann irgendwann aufgebraucht sein. Und deswegen musst du da immer wieder fokussiert sein, ja, konzentriert sein, in der Boxverteidigung, ja, dass wir da an den Leuten sind und die auch nicht viel zu Chancen kommen lassen. Und trotzdem haben wir es ja teilweise gut gespielt mit vielen Spielzügen nach vorne, die wir auch uns so irgendwo so vorstellen. Und wenn das mal dann nicht so klappt in einem Spiel und wir gewinnen dafür das Spiel, mein Gott, dann ist es auch für uns alle positiv. Aber davor, die Spiele waren auch gut und die ersten Spiele waren auch gut. Aber da haben die Ergebnisse nicht gestimmt. Jetzt waren die Ergebnisse positiv, aber es ist nicht so, dass die Spielweise nicht gestimmt hat. Zuletzt war ich jetzt nicht komplett zufrieden. Ich war zufrieden, aber nicht komplett zufrieden. Und das wäre der falsche Weg, um zu sagen, ja, es ist alles super, alles gut, wir haben 3-1 gewonnen. Einfach weitermachen so. Nein, also man muss schon die Sachen schon auch ansprechen, die wir besser machen können. Und so werden wir das auch immer handhaben. Also geht's gleich bissig nach Homburg, ja, um da morgen möglichst auch wieder was mitzunehmen. Ja, auf jeden Fall. Dafür fahren wir hin. Also wir fahren jetzt nicht dahin, um uns das Hotel anzuschauen und ja, jeder weiß, warum wir da sind. Es ist morgen ja, für uns ein Topspiel, vielleicht sogar ein Bonusspiel. Wir haben 3 Spiele jetzt gewonnen. Klar, die jetzt haben wir jetzt auch länger gewonnen. Für uns ist, wir nehmen das gerne mit. Wir wissen ganz genau, dass Homburg muss und wir wollen. So, mehr kann ich dazu nicht sagen. Und damit lassen wir es doch für heute gut sein. Viel Erfolg und vor allen Dingen erstmal eine gute Fahrt nach Hamburg. Danke.